So, was haben wir denn hier für nette Zeichen vorne drauf? Das erste verstehe ich noch nicht. Das zweite ist was mit dem Tropfen. Das dritte ist LED. Keine Ahnung, was das ist. So. Ja, das ist alles live hier. Alles live hier. So, aber jetzt wollen wir mal hier loslegen. Komm, red nicht so viel, Marcel, wir packen jetzt aus. So, ich öffne. Ja, weil ich hier Licht habe. Es ist so hell, weil ich Licht habe. Vielleicht sollte ich mal andersrum gehen. Warte mal, wir gehen mal andersrum. Da drin? Ne, also, was ist denn das hier oben? Das ist nur so ein Kuvert, also ein kleiner Kuvert. Da haben wir drin. Der Gewinner ist. Der Oscar geht an. Das ist die Bedienungsanleitung, okay? Das wird ja lustig. So. Das ist der ganze Stick. Wahrscheinlich kann ich das sowieso noch nicht sofort benutzen, da ich hier garantiert erstmal irgendwas laden muss. Aber okay, also wir müssen wohl erstmal mit dem Gestänge anfangen. Dann haben wir das Unterteil, Gestänge ins Unterteil, unten die Mob-Dinger da drauf, Pads und das Ding ist einsatzbereit. Ne, Wasser kommt da noch rein. Oh, das wird noch lustig. Das wird doch lustig hier. So. Was haben wir da noch? Ja. Wishmob Unboxing. How do Germans mob the each other? Puh. Ja, das machen wir demnächst noch so. Gucken wir mal da rein jetzt. Na. Das sieht gut aus, auf jeden Fall. Also das sieht auch echt hochwertig aus und so. Das ist jetzt hier nicht irgendein billiger Scheiß. Das sieht schon gut aus. Und die Verarbeitung ist nicht schlecht. Und der wiegt auch was. Also das ist... Das ist schon ordentlich. Das sieht gut verarbeitet aus, auf jeden Fall. Da kommen jetzt unten diese Pads drauf. Und das hat ein gutes Eigengewicht, das Ding hier. Also das ist nicht ohne. Das sind mal... Was ist denn das hier? Ein Kilo? 1,2 Kilo oder so? Das ist auf jeden Fall... Und da kommt ein... Hier kommt so ein ganz typischer fabrikneuer Geruch kommt hier auch auf. Also ganz komisch, wenn du das Ding hier raushebst. So, dann hast du jetzt hier das Gestänge. Das ist Kunststoff. Dann hast du hier zwei Metallgestänge wiederum. Das ist... dick, aber das ist trotzdem stabil. So, das ist der Griff. Was ist denn da drauf? Da kannst du sprühen und an aus, okay? Na, lustig. So, dann hast du hier noch ein Mess. Dann haben wir hier ein kleines Messbecherchen. Das ist ne, vorne für den Tank wahrscheinlich, damit es immer schön feucht bleibt. Und dann hast du jetzt hier noch ein Netzteil, um den Akku da drin wahrscheinlich. CE-Zeichen aber. Stecker passt zwar nicht, aber hat CE-Zeichen. Okay. Ja, und das war es auch schon. Also hier in der großen Schale. Dann haben wir jetzt hier noch diese Seitenbox. Dieses Produkt hier kommt auch nicht direkt von mir selber. Das ist ja wieder so eine Subcompany. Und
die verkaufen das dann eben auch hier unter ihrem Namen. Das siehst du auch hier wieder so drauf. Ja, aber Qualität. So, das hat dann hier so verschiedene Mob-Einlagen, Auflagen. Einmal so softe. Und dann hat man hier noch etwas gröbere. Und die sind auch noch weicher. Oh, die sind aber weich. Oh. Gut. Das ist voll soft. Voll weich. Und dann hast du hier noch... Was ist das denn? Das ist der Mob. Den müssen wir jetzt erstmal zusammenbauen. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann wird hier losgemobbt. Elektrisch. So, nochmal alles zusammengefasst. Wir haben hier verschiedene Belege. Die sind auch alle waschbar. Nur auf wie viel Grad steht hier natürlich jetzt nicht dran. Teil. Becher. Griff. Und der Wischmopp an sich. Das Ding ist, das ist so groß und so umfangreich wie ein Staubsauger eigentlich. Ja, ausprobieren tun wir aber später, nachdem wir den dann zusammengebaut haben. So, also, jetzt werden wir das Ding erstmal testen und dann alles weitere später in einem Review. Und offline.